Hallo und herzlich willkommen zum, ich hoffe, 12. Teil Let's Play Path of Exile mit der Elektrohexe. Ja, soll mir nachher keiner sagen, ich wäre nicht lernresistent. Ich habe ein bisschen rumprobiert, daher auch das Level-Up. Ich habe so ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert und ja, ich habe meinen Angriff ein bisschen überarbeitet. Und zwar habe ich Lesser Multiple Projectiles rausgenommen. In der Tat, ich habe den Hinweis bekommen, dass es eigentlich doch relativ blöd wäre, Lesser oder gar Greater Multiple zu nehmen, weil man ja damit den Schaden auch senkt. Und stattdessen vielleicht lieber Increased Area nimmt, einfach um, also dann haben die Blitze, die da wegfliegen, wird die Wolke um die rum, also wo die schießen können, größer. Mit der Idee, dass man damit dieselbe Fläche abdeckt im Grunde und einfach mehr Schaden macht. Das war also der Hinweis im Video, zu einem Video, und da habe ich ein bisschen rumprobiert. Und in der Tat, Lesser Multiple ist einfach insofern einen kleinen Ticken besser, wenn es um Fläche geht, weil es gibt einige wenige Situationen, wenn wir ganz nah an uns ran casten und die drei Bälle wirklich so ganz weit gefächert streuen, dann kann es sein, dass wir in guten Situationen deutlich mehr Gegner treffen und dann ist das klar besser. Allerdings sind die Situationen relativ selten und da wir so unglaublich schnell sind, können wir auch genauso gut uns kurz umpositionieren und nochmal neu schießen, dann haben wir also dasselbe in grün. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich brauche ich mit demselben Argument noch nicht mal ein Increased Area im Moment. Auch mit der normalen abgedeckten Fläche komme ich super klar. Sodass mein aktueller Angriff so aussieht: Ball Lightning, Spell Echo, Life Leech, wie gehabt. Und jetzt. Jetzt habe ich doch den Increased Area. Moment. Da, Lightning Penetration. Increased Area habe ich nur mitgelevelt und habe nochmal rumprobiert. Lightning Penetration. So, jetzt habe ich den Aha-Effekt ruiniert. Also sprich, wir verzichten komplett darauf, die Fläche zu vergrößern und machen quasi so eine Art Single-Target-Angriff daraus, der genauso gut auch gegen Flächen funktioniert. Ja, und das treibt unseren Schaden deutlich nach oben und macht es nochmal deutlich cooler mit dem Build insgesamt. Ja, so soll es jetzt weitergehen erstmal. Dann habe ich jetzt gerade kurz vor Schluss beim letzten Rumexperimentieren neue Handschuhe gefunden. Mal den Vergleich, rechts die alten, links die neuen. Ja, und 17 mehr Leben. Energieschild, gut, Resistenzen, etwas weniger und eine andere Resistenz, dafür ein bisschen Rarity. Ja, insgesamt gefallen die mir einen Ticken besser. Deswegen sollen es diese Handschuhe sein. Packen wir die anderen eben in die Kiste. Ja, und ihr seht auch hier noch ein Buch liegen. Ich habe mir aus dem ersten Akt die Fairgraves Quest noch besorgt und zack, Book of Skill. Ja, jetzt wieder Qual der Wahl, wohin mit den nächsten Punkten? Ich habe mich entschlossen, die gehen in Leben und Mana. Das hat eigentlich vor allen Dingen folgenden Grund. Zum einen haben wir jetzt über 100 Lebenspunkte mehr, 115. Das ist auch schon mal wieder ganz nett. Vor allen Dingen aber mehr Mana. Mein Angriff braucht doch relativ viel Mana und da bin ich in letzter Zeit auch ein bisschen in Probleme geraten. Okay, so dann Caverns. Geht's weiter mit dem Inhalt. Ja, und ihr seht's auch, wir haben neue Mods bekommen. Ab jetzt gelten Nemesis-Bedingungen. Das heißt, alle Rare-Gegner haben einen Nemesis-Mod. Das ist, manchmal trickreich, hat aber dafür aber auch eine Chance, dass wir zum Beispiel in der Treasure kriegen. Also theoretisch Chance, mehr Unix zu bekommen. Ja. Ist auf jeden Fall netter, nette Umgebung zu spielen. Mag ich sehr gerne. Ist ja auch ein Mod, den ich gerne mal für meine Maps genommen habe, dass die Rare-Gegner alle Nemesis-Mods bekommen. Finde ich außerdem recht spannend. Die Nemesis-Mods sind doch eigentlich, bieten eine ganz nette Abwechslung und da sind einige witzige dabei, auch einige, die einem richtig zu schaffen machen können. So, und jetzt habe ich gerade noch gar nicht so viele Gegner hier auf einmal auf einen Haufen gehabt. Ich glaube, man kann schon ganz gut erkennen, dass der Angriff jetzt doch deutlich mehr Schaden macht. Gott, hab ich überhaupt ausgetrickst. Wo komme ich denn da lang? Da hinten. Ich hätte hier eine Stunde im Kreis laufe. Buch loslassen.
Wenn dann noch der Crit kommt, dann geht es nochmal besonders angenehm. Also das ist mir aufgefallen, gerade gegen dicke Einzelgegner macht das jetzt doch einen erheblichen Unterschied in der Konfiguration. Spannend gleich gegen Wahl, wie es da aussieht. Gegen Wahl werde ich nicht die Chance haben, jetzt hier ewig lang so vor dem stehen zu bleiben. Weil das eigentlich jetzt gerade eine große Stärke des Charakters ist. Jetzt wollen wir mal gucken. Elemental Reflect. Ne, Physical Damage. Okay, Entschuldigung. Alarm zurück. Elemental Reflect wäre jetzt ganz interessant mal. Ich meine, gut, ich will... Ich kann theoretisch darauf verzichten, aber mich würde doch interessieren, wie es da jetzt aussieht. Ob ich mich dann sofort selbst weghaue oder ob ich das einigermaßen überstehe. Ein ganz unangenehmer Nemesis-Mod. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir immer so ein Statuselement verpasst. Nicht schön. Corrupted Blood finde ich auch nicht toll. Was mache ich denn? Dann hauen auch weg. So, gerade nochmal gut gegangen. Ja, Corruptive Blood ist auch nicht angenehm. Ist auch ein ganz unangenehmer Mod. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Situation, wo Lesser Multiple sicherlich besser wäre. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es wesentlich schneller gegangen wäre. Vielleicht sogar im Gegenteil. So, obwohl wir mit einem Schuss gleich das komplette Spielfeld hätten abdecken können, war wahrscheinlich trotzdem insgesamt etwas länger gebraucht, um alle wegzuhauen. Nebenbei, ich habe auch, während ich hier mal rumprobiert hatte vorhin, das Physical auch wieder. Hatte ich auch mal mit Glacial Cascade rumprobiert. Das habe ich zufällig gefunden. Das Edelsteinchen. Wie sich das jetzt so mit meiner aktuellen Konfiguration verhält. Das ist echt auch beeindruckend. Also es ist so faszinierend, wie schnell das Ding ist. Kann man bestimmt auch einen lustigen Charakter draus machen. Ja, insgesamt habe ich fast ein bisschen die Befürchtung, Spell Echo... ist doch sehr, sehr stark geworden. Durch die schiere Geschwindigkeit des Angriffs, oder der Angriffe, die man erreichen kann, kann das doch die Spielbalance ein bisschen aus den Angeln heben, habe ich die Befürchtung. Hier komplett verlaufen irgendwie. Ist auch ein etwas merkwürdiger Aufbau. Nicht in Sinn. Normalerweise kann man, glaube ich, eigentlich immer einmal rumgehen hier in den Leveln. Kommt selten vor, dass es da wirklich eine richtige Sackgasse gibt. So, nächste Etage.
geht schon nirgendwo mehr was. Geht's schon weiter. Komm mal dahin. Hier irgendwo runter. Jawohl. Und dann wahrscheinlich da durch die Tür. Okay, noch eine Etage. So langsam müssen wir es aber eigentlich haben. Nächste und nicht, jawohl. Spitze der Pyramide. So, jetzt wird's spannend. Mal sehen, was wir hier ausrichten können. Auf jeden Fall. Vielleicht kann mein Totem hier auch ganz gute Arbeit leisten. Oh, macht auch immerhin ordentlich Schaden. Nebenbei jetzt, ich habe ja gerade mal kurz die Zeit, also meine DPS-Anzeige deutlich höher jetzt. Gut. Muss man bei Ball Lightning nicht so ganz drauf achten. Weil da kommt es ja, wie gesagt, sehr drauf an, wie genau die Blitze treffen. Er macht irgendwie gerade gar nicht so wirklich viel. Außer sterben. Das war ein bisschen enttäuschend, was der gute Wal gerade drauf hatte. Ich weiß nicht, ob ich den so aus dem Konzept gebracht habe. Da kann das Ziel eigentlich wirklich nur heißen, möglichst zügig zu den Docks zu kommen, falls das überhaupt noch was bringt. Weil vielleicht ist möglichst zügig zu den Docks zu kommen gar nicht das Ideale. Vielleicht wäre es sogar besser, erstmal jetzt, soweit es geht, noch hier im Spiel erstmal alles an Questen und so zu erledigen. Damit ich nicht nach dem Leveln in den Docks nochmal zurück muss, dann kriege ich gar keine Erfahrungspunkte mehr. Mal gucken hier, die Jungs sind ja blitzresistent, aber selbst das hilft ihnen nicht viel. Der Nachteil jetzt von dem Setup, ich finde, es sieht nicht mehr so schön aus. Also ich fand den Effekt mit Lesser Multiple doch eigentlich von der Optik her sehr witzig. Okay, noch cooler war es mit Greater. Ich mag halt einfach das von der Optik her, wenn da so 1000 Projektile wegfliegen. Das hat irgendwie sowas überlegen Mächtiges. Ob es dann überhaupt Schaden macht, sei mal dahingestellt. Ja, ich prognostiziere nochmal, Spell Echo wird, glaube ich, jeden Zaubercharakter ab jetzt begleiten. Da sind also, glaube ich, noch unglaublich viele spannende Sachen mit möglich. Ich finde auch immer noch den Gedanken, eine auf komplett Angriffsgeschwindigkeit getrimmte Ice Nova mal zu benutzen, hat auch nach wie vor irgendwie was Reizvolles. Thank you.
Spezialorbs. Finde ich in letzter Zeit relativ häufig. Dem ich am Anfang dachte, huch, gibt's die gar nicht mehr. Habe ich jetzt, als ich den ersten gesehen habe, direkt auch im Anschluss die nächsten zwei oder drei bekommen. Also offensichtlich, Walorbs gibt's immer noch. So, ja, Leute geben die halten deren Existenz für ein Gerücht. Spell Echo leveln wir natürlich auch gerne weiter. Ich weiß gerade gar nicht, ob es irgendwie ein Cap bei der Angriffsgeschwindigkeit gibt. Das müsste man eigentlich auch noch mal in Erfahrung bringen. Ansonsten gilt halt einfach, je schneller, desto besser. Level 53. Hey, dann könnte ich meine... Gott, wie heißen die Dinger? Hallowed Life Flasks. Die könnte ich aus der Truhe holen. Die habe ich nämlich schon mal vorgecraftet. Dann hätte ich ja schon mal meine endgültigen Flaschen erreicht, die ich benutzen möchte. Die Sanctified, die mag ich nicht so gerne. Könnte ich eigentlich schon mal Flaschen craften bei Gelegenheit. Ich weiß nur gerade noch nicht ganz genau, welche Art von Flaschen es werden sollen. Grundsätzlich interessant ist jetzt für den Charakter definitiv zum Beispiel Flaschen, die sich bei kritischen Treffern auffüllen. Vielleicht Bubbling. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass sie Bubbling und dieses auf Crit auffüllen haben. Krematorium. Dann nehmen wir das doch mal direkt. Sad creatures in dark corners seem to have been sad for a very long time. Da kommt gleich wieder die Bewährungsprobe, Piety. Könnte ein bisschen tricky werden, weil meine Resistenzen wirklich ziemlich mies sind. Allerdings Blitzresistenz, auch jetzt mit den neuen Handschuhen, hat wieder ein bisschen gewonnen. Alchemy. Kommt so langsam auch wieder, wird ja interessant. Ab Level 60 rum macht Sinn, Ringe zu craften. Könnte ich ja Glück haben und vielleicht mal so ein richtig tolle Diamantringe dabei zu haben. Vor Mana-Probleme. Das gibt sich bald. Vielleicht muss ich da auch noch mal was machen im Baum. Vielleicht so wirklich Eldritch Battery nehmen oder so. Oder auch die Aurenverstärker. Da sind ja auch welche dabei, die dann halt die Auren effektiver machen. Dann sollte die Clarity Aura auch mehr Mana regenerieren. Zusätzlich wird sie weniger Mana verbrauchen, sodass ich damit auch, ich sag mal, ein bisschen vorhalten kann mit dem Mana. Selbst wenn ich jetzt nicht ununterbrochen sprechen kann, kann ich zumindest deutlich häufiger dann sprechen. Gerade gegen den sollte ich jetzt nicht unbedingt im Feuer stehen bleiben, was ich gar nicht so gut ab kann. Too much clutter. Tatsächlich. Stimmt auffallend. Zu viel Kram im Inventar. Da müssen wir natürlich was dran machen.
Weil können wir auch mal den Skillpunkt hier noch vergeben. Ja, komme ich denn irgendwo noch an Mana? Regeneration. Ist eigentlich Verschwendung da, diese Mana-Dinger zu nehmen. Jetzt komme ich wirklich ans Grübeln, wo ich als nächstes hin möchte. Gibt viele gute Optionen. Ich habe noch einiges in Reichweite, was ich nehmen kann. Ich kann aber auch mich jetzt schon mal in die andere Richtung hier noch orientieren. Hier mal so lang skillen. Was möchte ich denn? Vielleicht wirklich erstmal in Auren was machen. Komm, ich nehme die jetzt einfach mal. Ein bisschen weniger Mana-Reservierung. What's going on? Hilft, wie gesagt, auch bei meiner... bei der Anzahl der Sprüche, die ich sprechen kann. Nicht, wenn ich einmal leer bin, aber bis dahin zumindest. Da war da nicht viel dabei. Ja, ist ja auch so eine Sache. So langsam... könnte es auch durchaus sein, dass ich zunehmend Sachen gebrauchen kann, die ich auch finde. Da habe ich doch jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr... Okay, eine ganze Weile ist übertrieben. Gerade neue Handschuhe gefunden quasi. Aber so grundsätzlich hat sich so wahnsinnig viel an der Ausrüstung in der letzten Zeit nicht getan. Ja, korrumpiertes Gebiet schenke ich mir wieder. Aber bin ich letztens auch gefragt worden, warum. Ja, zum einen finde ich die persönlich jetzt nicht so toll... Gut, ist eine nette Idee, aber ich habe da jetzt nicht so eine Wahnsinnsfreude dran, die zu spielen. Vor allen Dingen aber möchte ich die Zeit sparen. Da gibt's für mich im Moment nichts Spannendes zu holen. Und da möchte ich lieber die Zeit nutzen, um möglichst schnell ins Endgame zu kommen. Und ja, im Endgame, dann würde ich auch dann die korrumpierten Gebiete machen, einfach um dann da die Fragmente zu sammeln. Aber weiß nicht, wenn ich dann Katakomben... Grinde oder Docks und ich kriege dann da ein korruptiertes Gebiet, dann gehe ich da natürlich dann auch rein. Aber jetzt hier zum Hochspielen hat das eigentlich wenig Wert. So nebenbei, ich habe natürlich jetzt auch beim Grinden, wenn ich selber jetzt für mich gespielt habe, habe ich auch das ein oder andere korrumpierte Gebiet gemacht. Also ich habe auch ein paar korrumpierte Edelsteine und auch schon, weiß nicht, 5 oder 6 Map-Teile da. Oder das Map... Ne, wie heißen die? Ich sag mal Map-Teile. So, da sind wir schon. I tell you to come to San. Wie gesagt, relativ spannend jetzt, wie ich mich hier gegen die Elementarangriffe mache. Und wer den besseren Ball Lightning hat. Sie hat den größeren, aber ich habe definitiv den stärkeren. Okay, ja. Das war tatsächlich relativ easy. Be careful. Goodbye. Dann machen wir direkt weiter hier. So, hat den Vorteil, dass ich diesmal Glück gehabt habe bei dem Weg, dass hier alles quasi bisher ja quasi in einem Durchgang zu erledigen war. Das heißt, ich bin jetzt nicht stundenlang hier durch die Gegend geirrt und habe schon alles andere gefunden. Levelausgang, Kanaleingang, nur halt das Krematorium nicht. Diesmal habe ich es in der richtigen Reihenfolge sozusagen vorgesetzt bekommen. Das heißt, ich verliere jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, wenn ich eben nichts rumrennen muss. Ich habe schon deutlich Schlimmeres hier in dem Levelabschnitt erlebt. Jetzt mal wirklich quasi die Sparversion. Wenn ich jetzt noch zeitnah die Suas vor die Füße geworfen bekomme, wäre ich ja schon glücklich. Wieder ein korrumpiertes Gebiet.
war ich denn hier schon mal? Ach, tatsächlich, hier habe ich angefangen. Hey. Da sind die Suas. Welch glückliche Fügung des Schicksals. Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich durch die Stadt zurückgegangen. Feiger Hund. So kann ich die Kiste nicht aufmachen. Ring of Weakness. Inner Treasure sollt ihr haben. Papa braucht ein paar neue Unix. Ich hasse Abzweigung. Ich weiß genau, wie ich mich entscheide. Es ist der falsche Weg. Aber es ist schon irgendwie lustig auch zu sehen, wie der Charakter sich jetzt spielerisch verändert hat mittlerweile. Tatsächlich eine der größten Fortschritte, würde ich sagen, war der Moment, in dem Life Leech dazu kam. Das hat's also echt gebracht. Na, Treasure! Ich fasse es nicht. Sehr schön. Zack. Ja. Noch keine Nahkampfwaffe. Was soll ich denn damit? Okay, hätte Movement Speed. Ich stehe auf Movement Speed, aber die Waffe ist dann doch tatsächlich mehr was für ganz Kleine zum Hochleveln. So für den ersten Akt. Naja, more to come. Irgendwann. Oh. Ach, dieser Flug ist ätzend. Der nicht mehr zaubern können Fluch. Der ist echt. Genau, das ist er. Der ist sehr unfair. Und das Gemeine ist, man kann dann ein Totem zaubern. Das geht wohl, aber das Totem zaubert auch nicht. Also hat man auch keinen Gewinn. Nicht viel Spannendes. Situation, dass einem das Mana ausgeht. So gerade nochmal gut gegangen. Mit Champions in der Nähe und vor allen Dingen den Dischargern, die meiner schwachen Resistenz doch ziemlich böse zu Leibe rücken könnten. Da möchte ich eigentlich ungern verteidigungslos stehen.
hochgehen. Das kommt aber später. Vorher brauche ich den Wegpunkt. Wenig Wegpunkte, die so wichtig sind wie der hier. Check. Damit einmal mit Höchstgeschwindigkeit zurück. Zum Glück sind wir ja sehr schnell zu Fuß. Warehouses. Da sind wir. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn ich euch nur einen sehr kurzen Besuch abstatten muss. Das ungeliebte Teil hier. Bis einschließlich Marktplatz. Danach fängt es an, lustig zu werden in dem Akt. Ja, wobei, wie lustig das für mich wird, werde ich noch sehen an der Battlefront. Ich sag mal vorsichtig Lightning Thorns. Wollte der mich gerade in die Luft jagen? Das ist natürlich ideal, hier so ein langer Gang. Die Gegner schön an der Perlenschnur aufbereit stehen. Besser geht's nicht. So rum. Wollen wir mal so rum probieren. So, Marketplace. Herzlich willkommen. Hier wieder die große Statue kommt, dann sprinte ich wieder durch. Ich dachte, die käme jetzt, ist aber noch nicht so weit. Jetzt aber, also hier einfach nur durchsprinten. Nachzügler eben weghauen. Okay, hat alles gut geklappt. Wegpunkt, check. Dürfte die Battlefront eigentlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jawohl, da ist sie. So, und jetzt wird es wirklich spannend. Lightning Thorns, ich komme. Wenn es ganz schlecht läuft, haue ich mich jetzt gleich sofort selber weg. Naja, ist ja zum Glück nicht hardcore. Ich spiele es einfach mal ganz normal
wie immer weiter und guck mal, was da auf mich zukommt. Wenn ich gleich umfalle einfach so, dann war es Lightning Thorns. Hier eigentlich für ein Gebietslevel 49 gegen 53. Ja. So richtig gut ist immer noch nicht. Aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch. Wenn ich clever bin, dann fallen die Dogruns aus. Dann geht's direkt weiter. Direkt weiter. Jetzt brauche ich einen Wegpunkt hier noch. Hatte ich das nicht schon mal? Hier den Wegpunkt suchen? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh Mann, was habe ich hier schon Wegpunkte gesucht? Oh, danke. Sehr zuvorkommend. So, machen wir das, komplett, dann holen wir uns die Docks Wegpunkt auch noch. Was will ich denn hier? 50 zu 53. Ja. 2-3 Level könnte man hier noch entspannt holen. Gucken wir mal, wie wir klarkommen. Aber hier ans Grinden denken. Jungs, da muss ich sehr aufpassen. Meine Feuerresistenz ist nämlich extrem mies. Zum Glück habe ich einen relativ weitreichenden Angriff und kann mich schnell aus der Gefahrenzone bringen. Aber bei denen muss ich jetzt echt aufpassen, wenn da jetzt auch noch so ein Rare von denen aufkreuzt. Na, den Feuerregen aus, ich sehe gar nichts. Immer schon. Direkt der erste Weg. Machen wir hier noch eben schnell die rumlungernden Gegner platt. Und die Strongbox auf. Das nehmen wir noch eben mit. Hoho. Ich hab's ja nicht anders gewollt. Mann, Mann, Mann. Manchmal ist schnell weglaufen können eine sehr gute Fähigkeit. Okay, so, genug für heute geleistet. Also, Docks Wegpunkt erreicht. Ja, wieder ein gutes Stück vom dritten Akt direkt hinterher oder vorweggeschoben. Ich kann mal eben schnell mein Inventar leerräumen und die Büsten abgeben.
So, dann können wir es auch mal eben kurz zusammen begutachten, was es hier gegeben hat. Nichts. Nichts. Ja. Wie sollte es anders sein? So, schmeißen wir die auch noch schnell an die entsprechende Stelle. Check. Ja, dann denke ich mal, beim nächsten Mal werden wir dann weiter im dritten Akt machen. Ich habe jetzt nicht vor, groß zu grinden. Ich würde gerne möglichst zeitnah weitermachen. Gucken, wie es nachher so zeitlich hinkommt. Ja, ein, zwei Videos noch in dem Akt und danach geht es dann schon an Merciless. Ich denke, wenn ich mich ein bisschen ranhalte, dann müsste ich jetzt ganz gut aufholen können. Der Charakter ist schon ziemlich stark. Ja, ich hoffe, ihr verfolgt die Entwicklung weiter und ich sage, bis zum nächsten Mal.